Ein Jahr lang wartet der Zitronenbauer Michael Zeron, bis die Zetrat-Zitronen reif sind. Jetzt können wir die Früchte in seiner Kärntner Toskana ernten. Unter den 250 verschiedenen Bio-Zitrussorten verbirgt sich so mancher Eyecatcher. Was ist das für eine Pflanze? Das ist ja riesig. Das ist so das Nonplusultra und Zitrat-Zitrone an Größe, die Maxima. Wie schwer ist die und wie groß sind die werden? Da ist ein bisschen. Also wir kriegen oft bei den größeren Bäumen Länger schon bis 26 cm zusammen, vielleicht ein halber Kilo, es ist nicht mehr. Schaut schwerer aus, als es ist. Das sind die Gewürze der neuen Küche. Haumküche, die streiten sich darum, dass sie Biofrüchte kriegen. So eine Frucht kann bis 40 Euro kosten. Ebenso wertvoll ist die Buddha-Hand, der Urvater der Zitronen. Der Name Buddha vom Buddhismus her, das soll auch die allererste in der Entstehung gewesen sein, in der Evolution. Die hat eigentlich gar kein Fruchtfleisch. Darf ich die ernten? Die ist fertig, die große. Und du hast ja gesehen, genau hinter der Frucht, beim Stängel wird sie geschnitten. Angeblich soll sie ja nach Karotte schmecken und eine gewisse Schärfe haben. Der Duft verrät davon allerdings noch nichts. Aber das sieht man. Die duftet. Und noch ein weiteres Juwel ist nun endlich erntereif. Seit 3 Jahren wartet Michael Zeron schon auf diesen Moment. Das ist eine meiner ganz seltenen Raritäten. Eine Limon Medica, also auch der Gruppe der Zitrat-Zitronen, eine Pigmentata. Also man sieht diese wunderschöne Serie, die war jetzt wirklich voll reif. Gehen wir es an, oder? So, dann schauen wir, wie weit die Reife fertig ist. Wow, herrlich. Ja, die können wir schon schmeißen. Der hat sich nichts, der ist schon drüber. Fängt sogar schon zum Treiben an. Ich warte und warte. Leider zu lange. Schuld daran ist auch das Klima. Wobei das jetzt nichts mit der Schale zu tun hat, um die geht es eigentlich. Mhm. Und die, wenn wir jetzt kosten, die ist sicherlich perfekt. Okay. Es ist nur das Gleichgewicht innen und außen, das geht sich bei uns in Kärnten einfach nicht immer aus. Das ist genau das, was die Küche will. Da sieht man, wie mild das ist. Wahnsinn. Da ist jetzt null Säure und genauso Wahnsinn. Soll sein. Aber dass man das so essen kann, ist echt. Das ist das Gewürz. Auch bei der größten Frucht, der Maxima, geht es vor allem um die Schale. Das ist natürlich schon, also ich persönlich, für mich würde es nie zerschneiden, das ist ein Wunderwerk. Heute trauen wir uns aber. Und das ist eben der Unterschied. In Italien gibt es überhaupt kein Fruchtfleisch. Bei uns entwickelt sich eigentlich immer ganz ein hervorragendes Fruchtfleisch und das ist eigentlich für mich von der Zitrone her, im herkömmlichen Sinn, die bessere Zitrone als die Speisezitrone, muss man sagen. Bei Wintertemperaturen um die 3 Grad bauen die Früchte hier in Kärnten besonders viel Säure ab. Und trotzdem. Ein bisschen sauer ist schon. Vor allem die Buddha-Hand entwickelt aber ein ungewohntes Geschmackserlebnis. Nichts aber, was der Geruch erahnen lässt. Zitrone, Karotte oder doch Chili? Spannend. Boah. Das ist es. Aber wirklich, das mit der Karotte trifft eigentlich zu. Ja, ich sage Ihnen das. Karotte ist es da dabei. Ja. Aber vom Geruch her finde ich jetzt gar nicht so. Eher vom Geschmack. Boah, ich bin jetzt echt ein bisschen zu viel erwischt. Sauer, bitter, scharf. Unter den 250 Zitrussorten entfalten sich ungeahnte Geschmacksrichtungen.